Hey, Baby. Ich wollte dir nur schnell Hallo und ich liebe dich sagen. Oh, gute Nachricht. Ich komme bald nach Hause. Yay! Ich kann es gar nicht erwarten, mit diesem Babysitter-Job fertig zu sein und wieder zu Hause bei meinem geliebten Mann zu sein. Ich vermisse dich. Ich muss zurück zur Arbeit. Ich liebe dich, Ethan. Ich vermisse dich so sehr. Ich schicke dir 1000 Küsse. Tschüss, Baby. Gelogen. Das war falsch, aber ich will dir nur eins sagen. Wenn dich dies erreicht, such mich nicht. Hallo? Hey, hier, ist Ethan. Oh hey, alles in Ordnung? Du warst auf einmal verschwunden? Ja, nein, mir geht's gut. Mir geht's gut. Es ist Mia. Sie ist nicht tot. Sie lebt. Sie ist zurück. Sie wurde gefunden? Wie? Was ist passiert? Ich weiß nicht. Tja, ich weiß nicht wie. Aber sie ist zurück. Wieder zurück. Vielleicht ist es ein Scherz. Sie will, dass ich komme und sie hole. Wo ist sie? Dalvi. Dalvi, Louisiana. Es sind jetzt 3 Jahre. Ich weiß. Aber was, wenn sie es ist? Ich muss rausfinden, was passiert ist. Oh, naja. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Display auf dem Kanal von Cmox. Ich spiele hier Resident Evil 7. Und naja. Jui, ne, das wird ja ganz schön schön. Eine tolle Fahrt, ne? Bin ich hier gelandet? Oh, das ist ja nicht Nummer 5. Ey, Cmox! Du Scheiße! Erschreckt mich! Was spielen wir denn hier? Okay, Ich nehme mal an, dass wir zusammen spielen, ne? Ich gucke jetzt auch nochmal zu. Okay. Also, ich war überhaupt nicht darauf vorbereitet. Ich spiele hier Resident Evil 7. Ich habe jetzt schon Angst, ich traue mich gar nicht. Okay. A. Was war das andere? Das ist D, ne? Worum geht's denn im Spiel eigentlich? Ich habe gehört, so Resident Evil soll so viel mit Zombies zu tun haben. Ja, aber jetzt haben wir erstmal ein bisschen unsere Alte wiederfinden, weißt du? Wir müssen unsere Alte. Ach ja, wir können direkt sagen, dieses Let's Play, das nehmen wir immer so abwechselnd auf. Also das heißt, ich spiele jetzt, und dann wird das auf meinem Kanal gezeigt. Und dann spielt die nächste Folge er. Und es wird dann auf seinem Kanal hochgeladen. Das sag ich jetzt einfach mal so. Ich habe das nicht vorbereitet, aber ich sag einfach mal so, das klingt auch fair, ne? Weil ich brauche eine Pause, ich habe so 20 Minuten circa, wollte ich mal eine Pause. Boah, muss mal wieder duschen gehen. Alter. Ja, es ist... Entschuldigung. Und du achtest dann auch ein bisschen auf die Zeit, ne? Die Zeit. Ja. Ungefähr. Und da ist in der Haus. Am besten wäre es, also wenn wir jetzt wieder Fell hätten und die Facecam zum Beispiel gar nicht laufen würde. Ja, gerade eben, ne? Wir werden hinterher noch reinschneiden. Ich hab ja gerade so. Eben... werde ich das wahrscheinlich reinschalten, dass ich versucht zu starten, ne, und dann Ladeschnecke. Ah, hier ist die Map. Wie hast du die Map gemacht? V. Spielenweise. Okay. Also, und wir, da ist das Tor, okay. Wir laufen. Okay. Tab ist das hier. Was haben wir da? E-Mail von mir. Oh. Musst du das jetzt gedrückt halten, oder? Nein, du musst nicht gedrückt halten. Oh! Mit welcher Taste hast du es gemacht? F. Du wie Louisiana, Baker Farm, komm und hol mich. Ich hab das, also Tab gedrückt, dann Tab, okay. So. Dann kannst du das da wohl aussehen. Okay. Wir gehen jetzt weiter ans Tor. F. Oh nein! Ja, ist nicht. Oh nein! Ich würde sagen, wir haben unser Bestes getan und lassen wir wieder nach Hause fahren. Ja, ne, also. Keine Chance. Tschö, Mia! Viel Spaß! da geht ja auch noch ein Weg. Also ich muss sagen, die ersten... Ich habe mal Gronkh, bei Gronkh haben wir so die ersten Folgen, die ersten zwei Folgen sind ja so ein bisschen den Anfang. Das weiß doch keiner.
Ja, aber... Ich will meine Zuschauer nicht anlügen. Ich lüge die nie an. Ich habe leider immer noch das Problem, dass ich die relativ schlecht verstehe. Egal, die hören mich schon. Ich mach dir jetzt mal ein bisschen weiter vor, das sieht im Video zwar scheiße aus, aber ich kann dafür dich besser verstehen. Okay. Ah. Schließ dich uns an. Join the Army. Wer ist drauf? Wer ist vorne drauf? Ach, das sind die Sewergators, Episode 7, Projektvorschlag, 17. Episode 17. In einem Geisterhaus von Louisiana schleichen. Immer ein gutes Skript. Das war das ganze Skript. Okay. Reinschleichen. Nimm ihre Gabe an. Okay, wo ist die Gabe? Gibt nichts. So, wieder schön Mückenschwärme. Alter, oder Scheiß, geh einfach duschen. Okay, warte mal. Die Fliegen sind echt scheiße. Die Frage ist... Hä? Renn mal hin. Ich kann nicht hinrennen, der geht nicht schneller. Oh, warte mal, Bart nehmen. Was war das? Das war so ein alter Opa. Aber ich kann kein Bart nehmen. Entschuldigung, ich... Die Seiten... Wo ist... Mit mir ernst. Denn... Du konntest gerade nicht schneller gehen? Nee, ich hab versucht... Jetzt kann ich wieder rennen. Gerade eben hab ich versucht zu rennen, es geht nicht. Komisch. Hast du nicht gesehen im Let's Play? Was? Hast du nicht im Let's Play gesehen? Nee, das hab ich nicht gesehen. Okay. Muss auch wirklich gut gehen, ne? Oh. Beide. Wow. Ich weiß immer noch nicht, was das ist. Das ist eine Kuh? Ich dachte, das wäre ein Stein oder sowas. Wo die... Okay. Das ist irgendwie eine halbe Kuhhälfte. Oder ist das ein... Ja, keine Ahnung, ne? Das sind nur die Beine. Ja, ein Mensch ist. Nein, das ist ein... Ich glaube, das ist ein... Oder Pferd. Ein Pferd würde auch gehen. Sieht einladend aus. Aber nee, es ist ein Kühe, es ist ein Kummer, das ist ein Kuh. Oh, C, C. Ich habe ganz kurz gelesen, C, kochen. Okay, noch machen wir Scherze. Ja. Oh Gott. Also, was eigentlich unfair ist, du kannst dir schön das Intro einspielen, ne? Und wenn da später das wahrscheinlich ins Horrorpart übergeht, dann werde ich den Anfang machen müssen. Ein Fliegebild? Nee. Das ist zu schmutzig. Okay. Ah, auch das ist von mir. Können wir den auch... Ach, den können wir wahrscheinlich jetzt... Oh, aha. Ah, das ist ein zweiter. Die erste war nämlich, sie lebt. Das war ganz am Anfang, als wir bekommen. Ja, das war, wenn man im Auto gerade aufsteigt, dann kriegt man so, sie lebt. Das können wir jetzt nicht mehr zeigen, haben wir schon... Ah, egal. Können wir den jetzt drehen? Ich möchte den gerne suchen. Ja, Also die hätte ja auch mal sauber machen können, ne? Frauen und ihre Handtaschen, die sind immer voll schmutzig. Wirklich, oder? Erstmal findet man da nichts, weil die so Millionen Sachen da drin haben, dann sind die Dinger mal dreckig. Ach ja, das habe ich auch bei Gronkh gesehen. Man kann. Yeah. Also ich schaukel gerade, das ich habe gerade Schaukeln simuliert. Neu. Okay. Ja, schönes einladendes Haus. Ich finde die ersten drei Folgen zwar gesehen, aber jetzt die Sachen, die du mir gerade gezeigt hast, die habe ich noch nicht gesehen. Ich muss sagen, den Garten hätten wir auch mal machen können, ne? Ja. Das Haus kann so bleiben, aber der Garten ist wichtig. Ja. Du gehst jetzt nicht einfach da rein. So, ich frage mich jetzt, wo tut er eigentlich die Taschen noch hin? Weil die Hände kann er gleich benutzen. Ich muss sagen... Eine Kopflampe. Ich hab... Ja, oder so. Er ist also... Ich hab noch nie ein Horrorspiel gespielt, ne? Noch nie. Aber viel Spaß. Ich hab ja schon ein paar Horrorspiele durch. Zum Beispiel die Cry of 4-Reihe bei mir auf dem Kanal. Die kann man leider aber nicht mehr sehen. Was habe ich denn sonst an Horrorspielen durch? Kann man mit dem Führerschein... Nichts mehr, was ich nicht runternehmen musste. Also so gesehen ist das, glaube ich, das ist tatsächlich das erste Horrorspiel auf meinem Kanal. Cool. Und Dead by Daylight. Aber ja, das stimmt, ist kein richtiges Horrorspiel, ja. Das ist ja eher Spaß. Aber das verklappt. Mit dem Führerschein kriege ich das nicht auf. So. Lecker. Oh, Mist. Was hat denn Mama schön gekocht? Lecker, Schmecker. Und ein bisschen Blut.
Ich nehme an, das ist Blut, oder? Oder ist das... Nee, das ist Wein. Wein, ach so. Ja. Chardonnay. Oh, lecker. Das, oh, geil. Das ist klingonisches Frühstück, weil die können auch nur Sachen essen, die lebendig sind. Und sind das Raben, oder? Ja, das ist ein Raben. Ja. Also, es war einer. Was rappelt denn so? Oh. Erstmal schön morgens früh die Zeitung lesen. In 2 Jahren mehr als 20 vermisste Personen. Das haben die hier schon bestimmt sind die da, stecken die dahinter. Deshalb sehen wir auch hier so viel Blut und Gedärme und. Mmh, lecker! Aber ist davon noch irgendwas haltbar? Da, guck da mal. Was auch da, was war denn das jetzt? Ich wollte, ich zeig dir, aber jetzt sehen die nicht, was ich zeige. Also hier so da, ne? Da, da. Das sind ja schöne Würmer. Wie ist denn das? Das soll ja haltbar bleiben. Und oben können wir das nicht. Oh. Was hast du da gemacht? Ich betatsche den Kühlschrank. So, können wir, haben wir irgendwas? Ach so. Die ganzen Geräusche, woher kommen die eigentlich? Wind. Oh, ein Mädchen. Okay, das ist bestimmt... Also die, ich nehme an, alles, was wir sehen, ist wichtig. Irgendwie. Die Tasche, die gerade eben draußen hängt. Da haben wir den Führerschein mitgenommen. Also ist die Tasche jetzt unwichtig. Ja, es sei denn, wir finden die Frau und wollen mit der Frau wieder weg. Da ist die Handtasche natürlich sehr wichtig für sie. Dann müssen wir die wiederholen. Dann ja. Stimmt. So. Das eigentlich, wenn ich so machen. Weißt du eigentlich, wann wir eigentlich hier angefangen haben? Also, dass wir dann die Folge richtig cutten können? Ja klar, wir haben jetzt hier in dieser Folge noch 10 Minuten. Okay. Ja, schön. Vorher bin ich ein bisschen vorstrecken. Noch jetzt zumindest. Und dann schauen. Ah, ist das Krokodilhaut? Könnte. Ne, oh, das ist einfach nur Erde. Okay, ich weiß, oben kann man speichern, das mache ich jetzt schon mal direkt mal. Den Knopf ignoriere ich jetzt erstmal. Ich weiß nämlich nicht, was da genau macht. Ach, die können wir eh noch, hier fehlt ja. Das weiß ich jetzt schon. Da gibt es eine Sicherung. Wie speichern wir? Überhaupt? Ah, ein Tonbandgerät. Das kenne ich aus Cry of 4. Oder aus GTA. Ich hasse Tonbandgeräte seitdem. Aber ich mag sie wegen GTA. Hm? Ich mag sie wegen GTA. GTA San Andreas zum Beispiel, da gab es die Diskette, musste immer durchlaufen. Das kenne ich nicht. Also GTA San Andreas kenne ich aber nicht. Was? Nix. Kurz dachte ich so, geht das Interesse, kennst du nicht? Was? Aber die Turmbandgeräte deutet jetzt gerade nicht. Ja, okay. Okay, kann man nicht durch. Aber bestimmt. Was ist mit dem Kopf gerade durch das Regal geschafft? Also geht dein Bestes. Mit dem Kopf durch die Tür. Wir möchten umgestimmt. Okay. Wieder verschlossene Türen. Das könnte Mia sein, ne? Das ist sie. Aber sie hat... Seit unten... Also das mach mal auf, das hat geklappt. Ja? Hallo? Okay. Aber sie hat Unterwäsche an, das heißt vielleicht... Schick. Sexuelle Belästigung, also das heißt sexuell missbraucht oder so. Könnte sagen, die sieht nicht glücklich aus. Warum können wir die Bilder eigentlich nicht mitnehmen? Oh ja, das sieht ziemlich auch so. Warte mal. Das ist der Mann von gerade eben. Der hat durch den Wald gelaufen ist. Der hat das gleiche Hemd an, ich sag's dir. Das ist der bestimmt. Und der hat die bestimmt geführt und dann so ein bisschen Spaß gehabt. So, und das weiß ich noch, das können wir nicht spielen. Ist der Fernseher eingegangen oder? Ich glaube, der war gerade eben auch schon an. Ich hoffe, und da ist eine Zelle. Ja, gut. Der war gerade eben an. Ich habe das natürlich überhaupt nicht mitbekommen, ob der angegangen ist oder ob der schon an war. Ah, eine glückliche. Das ist der Typ, ne? Das ist schon wieder der Typ. Und die Frau sieht irgendwie. Die sieht irgendwie am gruseligsten aus, so mit diesem Lächeln da. Ja. Ein Junge und so. Mich gerade ein bisschen irritiert sind die beiden Kinder. Ah, hab ich jetzt nicht, aber wir hatten gerade eben ein Bild von einem Mädchen. Vielleicht sie in älter. Also das Mädchen in älter. Oder war Mia, ich glaube nicht, dass es Mia war. Die war zu klein für mich, das war eher mit Mädchen. So. Und jetzt kommen wir zu einem Spiel im Spiel, glaube ich, quasi. Okay.
Clancy Javis. Das ist doch wunderbar. Wow. Okay. Machst du diesen Typen her? Mach mal halblang, Pete. Hey, ich arbeite nur mit Profis. Ey, wir sind Profi. Apropos, pass auf, dass der Ton in Ordnung ist. Nicht wieder so wie in Amarillo. Das ist 2 Jahre her, verdammt. Keine Nachvertonung. So, und jetzt können wir wieder, jetzt können wir selber steuern. Der neue Typ? Ich seh's nicht. Bevor du da reingehst, kannst du mal draußen. Sei nur nicht überrascht, wenn wir auswechseln müssen. Kommst du nicht lang, neuer Plan. Nee, nee. Wir machen zuerst okay, einen Rundgang im Inneren. Dieser... Danach filmen wir das Intro. Okay, genau wie immer. Dieser Schrotthaufen ist nicht hier. Nur, sag diesmal den Namen der Sendung, okay? Kein Problem. Heute bei Sewer Gators. Ein weiteres wertloses Drecksloch. Zufrieden? Verzückt. Bestes Intro der Welt. Vielleicht nehmen wir das einfach als Intro für unsere Folge. Was? Das nehmen wir als Intro für unsere Folge. Vielleicht sogar wirklich. Laufen wir? Hm? Vielleicht sogar wirklich. Okay, los geht's. Nee. So, komm. Mach mal Platz da. Verschlossen? Guck, so musst du das machen, weil der Eintür verschlossen war. Nach dir? Achso. Warum sind wir diesmal in der Hölle? Probst du auch mal? Was proben? Mieses Haus, gruselige Geräusche. Spukt es hier? Leck mich. Ich war Chefmoderator. Vertretung, Pete, nicht Chefmoderator. Was sagst du? Nichts. Worum geht's hier, Andre? Verlassenes Farmhaus, vermisste Familie, Verbrechen vermutet. Also, Pete. Das Übliche. Audrey Clancy. Wie lange soll der Ort hier schon verlassen sein? Clancy. 3 Jahre. Clancy, mach davon eine Einstellung. Gibt einen tollen Zwischenschnitt. Also, ein Hinterwäldler und seine Familie werden vermisst. Nicht Hinterwäldler, die Bakers. Jack und Marguerite Baker. Das ist zu. Das ist zu, sie waren still, nicht rückständig. Viele schlimme Gerüchte über den Sohn Lucas. Offenbar ein schwarzer Schaf. Aber im Moment reden ja nur die beiden her. Ach, Mist! Warum habe ich nur meine guten Schuhe angezogen? Das frage ich mich auch. Das ist zu dumm. Oh, Scheiße. Oh, okay. Gut, dass ich geimpft bin. Gut, dass ich geimpft bin. Das wäre ein toller Hintergrund. Andre, was meinst du? Andre? Da war immer noch keiner einkaufen. Andre! Und Andre ist weg. Andre! Clancy, weißt du, wo Andre hin ist? Steckt sich doch eh nur hinter der nächsten Wand. Ey, wir haben gerade den Kühlschrank durchsucht. Hallo, was soll ich das wissen? Echt unglaublich! Das letzte Mal, dass ich mit dem Typ arbeite. Oh, warte mal. Ich meine, Produzenten kommen und gehen, aber... Ein Kameramann wie du, Clancy? Und jetzt lobt er uns, ne? Du bleibst bei mir. Was? Jetzt lobt er uns gerade eben noch so voll. Wir sind voll scheiße, ne? Wir arbeiten mit Profis. Und jetzt plötzlich so, ich arbeite, komm mit dir. Ich finde schade, dass wir jetzt hier nicht speichern können. Das wäre voll cool, so speichern, während wir gerade sowas hier machen. Jo. Von der Zeitreise, ne? Hm. Boah. Was war das denn? Hast du es gehört? Lauf! Andre! Wo zum Teufel ist der? Eigentlich ist der Typ im Arsch, aber ich glaube, der will einfach seinem Kollegen retten. Der, ich glaube, der hat ein bisschen Schiss. Ja, André, aber... Andre, wo bist du, Mann? Dann würde er abhauen einfach. Okay, können wir nicht zumachen? Fällt gleich bestimmt zu, wenn du weit genug weg bist, so wie immer. Ist da schon wieder die Familie? Ah. Was zur Hölle? Und jetzt fahren wir das Geheimnis. Soll das ein verdammter Witz sein? Ich frag mich so oder so. Okay, neuer Plan. Wir selber als Person. Wir finden André und gehen. Ich mein, scheiß auf die Sendung. Weil das unsere Gedanken sind. Unsere Gedanken sind komplex. Ja. Schubs ihn. Du zuerst. Ah. Brauch eine nette Einstellung, wie ich die Leiter runterkomme. Das also, ist, ich sehe die Einstellung hier sofort. Du zuerst.
Das ist gar nicht verdächtig. Oh. Ich wollte eigentlich nur gucken. Ja, da ist der. Der guckt gegen die Wand. Das ist doch kein gutes Zeichen, im dunklen Schacht die ganze Zeit gegen die Wand zu gucken. Oh Mann. Ja, viel Spaß, sich jetzt umzudrehen. Was siehst du? Was ist? Hallo. Du solltest ihn noch filmen, wie er die Leiter runterkommt. Okay, okay, komm. Mach das lieber. Na los, komm. Komm runter. Mach du doch da. Fixer. Scheiße. Warte. Das Blut. Ich kann nicht mehr. Ich mach nix. Lecker. Wer ist? Das ist bestimmt wieder dieser Vater. Ja, gut. Und das passt sogar gerade, denn zeitlich Mann. Ist die Folge vorbei. Hey, gut. Wir können aber gerne noch ein bisschen hinauszögern. Nee. Scheiße. Okay, also das war's mit der ersten Folge. Die, nee. Die zweite Folge, wie wir dann... Warte. Wie wir dann... hier reingehen, die sehen wir dann auf dem Kanal Luma Films. Link in der Beschreibung. Nein. Ich verlinke das schön. So, macht's gut, haut rein. Fuck. Ciao. Bis, ja. Ja, entweder am nächsten Tag oder zwei Tage danach. Bis zur nächsten Folge. Vielleicht schreibe ich das auch noch kurz rein, in welchen Rhythmus wir das machen. Bis zum nächsten Leben. Das wird nicht bei mir erscheinen, nein. Doch, das wird bei dir entscheiden. Doch, okay, macht's gut, haut rein, ciao. Du hattest recht. Natürlich, ich bin ein Mann, du bist eine Frau, ich hab immer recht, ey. Ich will dir nur eins sagen, wenn dich dies erreicht... Geh zu einem Arzt, denn ich hab Herpes. Such mich nicht. Du musst dich testen lassen. Das war nämlich kein normaler Pickel, du hattest recht. Hey.